1813. Wellington hat seine große Offensive begonnen, um die Franzosen endgültig aus Spanien zu vertreiben. Napoleon, in Russland geschlagen, seine Armeen in Nordeuropa in Rückzug und in Auflösung begriffen, ist entschlossen, Spanien zu halten. Um jeden Preis. Eure Majestät. Unterbreiten Sie Ihren Plan, Major Ducos. Um den Preis eines Todes und einer Freiheitsstrafe werden die Briten Spanien, ohne dass weitere Schüsse fallen, verlassen. Der abgesetzte spanische König Ferdinand wird einen Vertrag unterzeichnen, der den Krieg zwischen Frankreich und Spanien beendet. Wir werden uns zurückziehen und Ferdinand wird Spanien erneut regieren. Als Gegenleistung wird König Ferdinand versprechen, die Allianz mit Britannien zu beenden und der britischen Armee wird befohlen werden, Spanien zu verlassen. Joseph ist recht gern König von Spanien. Ich bin mir sicher, der Bruder Eurer Majestät wäre, wo immer er auch regieren mag, ein weiser König. Das spanische Volk würde den Kampf fortsetzen. Nur Ihr geliebter König Ferdinand könnte es dazu bringen, den Vertrag einzuhalten. Aber er möchte erneute Versicherungen. Wird ihn der Hochadel Spaniens unterstützen? Werden es die spanischen Generale? Und vor allem aber, was wird die Kirche sagen? Und was wird die Kirche sagen? Sie wird es gutheißen, Eure Majestät. Das ist raffiniert, Major Ducos. Geradezu bewundernswürdig. Darauf hätte ich kommen sollen. Aber das sind Sie, Eure Majestät. Ich führe den Gedanken lediglich etwas weiter. Aber Ducos, was haben Sie davon? Sagen wir Rache. An wem? Einem britischen Offizier. Major Richard Sharp. Hat er Glück, dieser Sharp? Bei Talavera, Euer Majestät, erbeutete er einen von eurer eigenen Hand berührten kaiserlichen Adler. Sorgen Sie dafür, dass ihn sein Glück verlässt. Wir haben Sie das Laufen gelehrt, Maron. Wir werden Sie aus Spanien hinaus nach Frankreich jagen und im Kanal ertränken. Ein Jammer ist nur, dass wir den Abschaum nicht davon abhalten können, alles zu plündern und zu zerstören, was ihnen begegnet. Napoleon hatte Schwierigkeiten in Russland, Sir. Sie brauchen alles Geld, das sie kriegen können. Wie ist die Stimmung unter den Männern? Sie brennen auf den Kampf, Sir. Und Sharp? Er ist nicht mehr derselbe, Sir. Der Verlust seiner Frau. Kummer, ja. Trifft Männer in unterschiedlicher Weise, Sir. Ich hab einen für dich. Wo verwahrt Napoleon seine Armee? Ich hab keine Ahnung, Perkins. Wo verwahrt Napoleon seine Armee? In seinen Manschetten. Wieder betrunken, Harper. Oh, bin ich auch, Sir. Meine Güte. Er guckt aus der Wäsche wie ein grimmiger alter Strafrichter. Er macht sich immer noch Vorwürfe. Kummer und Leid sind traut vereint. Kompanie! Wegtreten! Wenn es was gibt, was ich für Sie tun kann, Sir. Sie wissen, Sie brauchen nur zu fragen. Ja, ich weiß, Pat. Wie geht's, Ramona? Oh, ihr geht's prächtig, danke, Sir. Mr. Nyron hat uns die Heiratsgenehmigung beschafft. Ja. Das ist gut. Ja. Wissen Sie, ich mag Sie nämlich furchtbar gern, Sir, und ich vermute, Mr. Nyron dachte, weil das Kleine unterwegs ist, wäre es besser so. Und wann ist die Hochzeit? Nur sobald ich einen Priester gefunden habe. Sie hat sich selbst ein Hochzeitskleid genäht. Sogar mit Rüschen.
Sie wissen ja, wie die Frauen sind, Sir. Die eine oder andere ist mir begegnet. Eins kann ich Ihnen versichern. Heiraten wollen Sie alle, das steht fest. Besonders, wenn Sie schwanger sind. Gehen Sie zu ihr, Pat. Sie braucht Sie. Ist Patrick. Na und? Was macht er? Der kleine Patrick, wie geht's ihm denn? Vielleicht wird's ein Mädchen. Hm? Also ich sag dir, solange es nur eins von beiden wird, ist mir egal. ¿Cómo está usted, Sargento? Bien. Gracias. ¿Y usted? Encantada de conocerlo. Und was bedeutet das? Ich bin froh, dich zu kennen. Ich bin auch froh, dich zu kennen. Und weißt du, deine Suppe schmeckt auch gar nicht so schlecht. Je eher wir jetzt gegen die Franzosen marschieren, desto besser. Er braucht eine gute Schlacht. Er braucht eine gute Frau. Oh, er hat eine gehabt. Aber er verlor sie. Er war tatsächlich so dumm, sie zu verlieren. Schneller, schneller, wir müssen schneller fahren. Mein Mann wird bereits wissen, dass ich geflohen bin. Bitte sorgen Sie sich nicht, Elaine. Meine Männer beschützen Sie. Wir schaffen das schon. Das müssen wir. Ich habe mein ganzes Leben auf diese Reise ausgerichtet. Oh, nennen Sie mich Raoul, bitte. Ich werde Sie nach Paris bringen. Vertrauen Sie mir. Sie sind so wunderschön. Und Sie sind so tapfer. Oh, wenn Sie mir nur Ihr Ja-Wort geben, mit mir in Paris zu leben, Sie würden mich sehr glücklich machen. Aber Raoul, Sie haben doch schon eine Frau. Ja, aber sie ist alt und hässlich. Und Sie geben mir das Gefühl, wieder 60 zu sein. Sie haben eine lose Zunge. Aber in gewisser Hinsicht habe ich sie auch. Verzeihen Sie mir die Störung, General, aber ich habe Befehle vom Kaiser. Für mich? Für die Marquesa. Wie geht es Ihnen, Elaine? Sie laufen also davon, Marquesa? Wie der Rest der französischen Armee. Die haben für ihr Land gekämpft, im Gegensatz zu Ihnen. Oh, Pierre, mein Leben war Tag für Tag in Gefahr. Das ist es noch. Ihr Konvoi ist mit Tafelsilber und Gold beladen. Mit Gemälden, Münzen, Statuen, Gobelins, Schnitzereien und kostbaren Weinen verpackt in Sägespänen. Der Gesamtwert beträgt etwa 1 Million spanische Dublonen. Sie haben die Möbel übersehen. Zum Beispiel ein Spiegelbett. Oh. Ist es das, in dem Sie den General verführten, Ihre gestohlenen Güter zu bewachen? Er ist ein Narr. Damit wären Sie zu zweit. Verhöhnen Sie mich nicht, Elaine. Ich kann Sie vernichten. Ich missbillige Ihre Haltung, Marquesa. Sie sind eine halbe Engländerin und dennoch arbeiten Sie für uns.
Ich bin halb Französin. Sie haben einen Spanier geheiratet. Und während Ihr Mann für sein Land kämpft, stehlen Sie seinen Besitz. Ich kämpfe für Frankreich. Sie kämpfen für sich selbst. Sie haben keine Scham, kein Vaterland. Sie ekeln mich an. Wie schade, wo ich Sie doch so attraktiv finde. Sie haben es leicht gehabt in diesem Krieg, Hélène. Klappern mit ihren Wimpern und leben in spanischer Pracht mit ihrem geliebten Mann, dem Marquess. Ich habe ihn auf Napoleons Wunsch hin geheiratet. Denken Sie, es machte mir Spaß, ihn grunzend auf mir zu haben, um Informationen für Leute wie Sie zu bekommen? Darüber habe ich nie nachgedacht. Demnach hatten Sie wohl nie Geschlechtsverkehr. Was wollen Sie, Pierre? Sie werden einen Brief schreiben. Von Ihnen nehme ich keine Befehle entgegen. Sie kommen nicht von mir. Sie kommen von der höchsten Autorität. Sie werden einen Brief schreiben, in dem Sie Ihrem Mann mitteilen, der Grund für Ihre Flucht sei der, dass ein englischer Offizier, Major Richard Sharp, Ihnen seine Absichten aufgezwungen hat, indem er betrunken über Sie hergefallen ist. Ich bin diesem Sharp nie begegnet. Schreiben Sie den Brief. Ihr Hab und Gut wurde auf Wagen der französischen Armee verladen. Also beschlagnahmt. Ich könnte die Beschlagnahmung rückgängig machen. Schreiben Sie. Buenas tardes, señor Marqués. Was immer wir zum Hauptgegenstand unseres Begehrens machen, wird all unser Sinnen und Trachten nach sich ziehen. Der, der da sein größtes Glück auf Erden sucht, wird sich von Tag zu Tag mehr den irdischen Gütern verschreiben. Für irdische Güter wird er sich plagen und mühen. Er wird sich erniedrigen zu dem, was unwürdig und unschädlich ist. Und wird in Versuchung geführt zu tun, was weder wahrhaft recht noch rechtens ist. Ewiges Leben kann nur durch Jesus Christus gegeben sein, dessen Fähigkeit es zu schenken. Gott, der Vater, besiegelt und beglaubigt hat. Amen. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sei mit euch und gebe euch Frieden, jetzt und immerdar. Amen. Kompanie! Wegtreten! Sind Sie Sharp? Und wer sind Sie? Sind Sie Sharp? Ich bin der, der Ihnen den Arsch versohlen wird, wenn Sie keine Manieren haben. Ich bin Major Mendora. Mein Name ist Sharp. Langsam. Ruhig, ganz ruhig. Das war von meinem Herrn, dem Marqués de Casares el Grande. Die Frau meines Herrn, die Marquesa, hat ihm geschrieben. Sie berichtete von ihrem brutalen Benehmen wie von ihrem hinterhältigen Überfall auf sie. Ich bin ihr nie begegnet. Sie haben sich schwerer Beleidigung schuldig gemacht. Das haben Sie auch, Kamerad. Auf dem Weg nach Süden gibt es eine Lichtung im Wald. 7 Uhr heute Abend. Worum ging's überhaupt? Das weiß ich. Sie gaben mir Ihr Wort, dass ich fahren durfte.
Aber ich halte es doch, Marquesa. Diese Wagen wurden für unbrauchbar erklärt. Ich konnte dort nicht zulassen, dass sie einen Unfall erleiden. Napoleon hat sie also zu seinem Wagenmeister gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Pierre. Hören Sie, Sie sollten es sich noch einmal gründlich überlegen. Wenn Wellington davon erfährt, sind Sie erledigt. Sie wissen, was er sagt. Duelle sind verboten. Ha? Wie gut haben Sie diese Marquesa eigentlich kennengelernt? Fangen Sie nicht auch noch damit an? Nein, Sir. Ich bringe den Marquess um. Und wenn ich seine verdammte Marquesa finde, bringe ich sie um. Selbstverständlich, Sir. Und was will er? Major Sharp, Sir? Captain. Ich hoffe, Sie werden dieses Duell nicht durchführen, Sir. Der Anblick spanischen Blutes bringt Sie wohl aus der Fassung. Ich habe mit einigen der spanischen Offiziere gesprochen. Der Marquess ist ein ganz hervorragender Fechter. Er hat in Paris Unterricht genommen, bei Bouillet. Schön, er kann in Spanien auch Unterricht nehmen, bei mir. Aber wir brauchen einen Sekundanten. Ich werde mich dafür vor Wellington allein verantworten. Er wird es darauf anlegen, dass die Sonne Sie blendet. Und rechts durch eine Finte täuschen und links stoßen. Machen Sie Ihre Finte zum Angriff, Sir. Machen Sie den Scheißkerl einfach fertig, Sir. Viel Glück. Sie haben noch eine letzte Chance, Major Sharp. Entschuldigen Sie sich und verzichten Sie. Ich habe mich für nichts zu entschuldigen. Also gut. Das Duell geht bis zum Tod eines der Beteiligten. ¿Estáis listo, mi señor? Major Sharp. An Ihrer Stelle würde ich mir das Lachen noch verkneifen. Sie fetter Bastard. Sie werden keinen Sarg finden, in den Sie reinpassen. Bis jetzt haben wir nach Ihren Regeln gespielt. Jetzt spielen wir nach meinen. Ich wette, das haben Sie noch nie in einem Duell gesehen. Das ist kein Duell, das ist eine Prügelei. Was zum Teufel machen Sie hier? Es geht um die Ehre, Sir. Ehre? Das Duell ist nicht beendet. Hören Sie mal zu. Es gibt kein Duell und hat niemals eins gegeben. Das ist eine freundschaftliche Fechtübung. Haben Sie mich verstanden? Major Sharp.
Dios, en su infinita nobilidad, ha salvado hoy a Shab. Todo el mundo le ha visto retroceder. Usted es un héroe de España. ¿A dónde va usted, Márquez? Los demás le seguirán. Dei vitalis peccata miserere nobis. Agnus Dei vitalis peccata miserere nobis. Sie stehen unter Arrest, Major Sharp. Was? Zurücktreten. Übergeben Sie mir Ihren Säbel, Major Sharp. Major Sharp, Sie werden des Mordes bezichtigt an Marquess de Casares el Grande. Ich habe die ganze Nacht geschlafen. Wie ist er gestorben? Kehle durchschnitten, von Ohr zu Ohr, als er schlief. Ich habe ihn nicht getötet. Ich schwöre, Sir, bei meiner Ehre. Ich nehme Sie fest, Major Sharp. Wenn ich Sie nicht hinter Schloss und Riegel bringe, werden die Spanier Sie aufhängen. Gefangene und Eskorte vorwärts! Im Gleichschritt! Marsch! Au revoir. Wir sehen uns in Paris wieder. Auf Wiedersehen, Raoul. Komm schnell. Oh ja! Ich wette, das tust du immer. Ich würdige die Ansichten unserer spanischen Alliierten, aber ich muss Ihnen sagen, dass Major Sharp bis zum Beweis seiner Schuld unschuldig ist. Wir haben nicht die Absicht, ihn an Sie zu übergeben. Er wird vors Kriegsgericht gestellt. Zeugen werden gehört. Und dann und nur dann wird ein Urteil gefällt. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt. Hat er es getan? Er schwört, er tat es nicht, Sir. Und ich glaube ihm. Nun, er duellierte sich. Er trotzte meinem Befehl, das verschwieg er. Nun, er sagt, er sei der Marquesa nie begegnet. Aber wie konnte die Lady ihn dann einer solchen Tat bezichtigen? Anscheinend schrieb sie einen tränenreichen Brief an ihren nunmehr verschiedenen Ehemann, Gott sei seiner Seele gnädig, in dem sie von Sharps schädlicher Unbedachtheit berichtete. Der gute Pater Achard überbrachte diesen Brief. Der Inquisitor? Derselbige, Sir. Er hat den Kardinal auf seiner Seite und ist kalt wie eine Schlange. Und wie geht es Major Sharp? Er steht vor Gericht wegen des Mordes an Marquess. Die ganze Armee ist entrüstet. Was für ein schöner Tag. Jetzt bezahlen Sie uns. Der Marquess, wie Ihr Bruder Ihnen bestätigen wird, hatte eine Klausel in seinem Testament, die durchaus üblich ist. Dass, falls seine Witwe ihr Gelübde als Nonne ablegt, all seine Reichtümer wieder der Kirche zufallen. Und Sie, Pater Achard, als Gottesvertreter in dieser Angelegenheit, werden die Erbschaft antreten.
Die Marquesa ist vor noch nicht 2 Stunden in einem Konvoi abgereist. Sie führt das Geld mit sich. Wir werden sie umbringen. Nein, wir brechen kein Gesetz. Ich brauche einige Briefe, Pater Ashar, vom spanischen Hochadel, in denen Ihrem König Ferdinand versichert wird, dass ein Frieden mit Frankreich voller Unterstützung finden wird. Ich bin mir sicher, das wird keine Schwierigkeiten bereiten. Ihre Truppen werden uns in Ruhe lassen. Sie haben mein Wort. Und Sie haben meines. Wenn Sharp nicht schuldig gesprochen wird, werden uns die Spanier künftig weder glauben noch vertrauen. Sie wollen Gerechtigkeit. Ich denke, sie sollten sie kriegen, Sir. Wie immer der Spruch auch ausfällt. Major Sharp? Lieutenant Trumper Jones, Sir. Ihr Verteidigungsoffizier. Wohl noch nicht lange hier, was? 2 Monate, Sir. Haben Sie das schon gemacht? Nein. Würden Sie uns sagen, was in diesem Brief steht, Major Mendora? Übersetzt in unsere Sprache. Mein lieber Paolo, was ich dir mitzuteilen habe, schmerzt mein Herz und wird dich zutiefst verletzen. Ich floh wegen der lästigen Aufdringlichkeiten von Major Richard Sharp. Er bedrängte mich bei jeder Gelegenheit mit unanständigen Anspielungen und unzüchtigen Einladungen. Darüber hinaus muss ich dir mitteilen, erschien in der Nacht des 16. April Major Sharp in völlig betrunkenem Zustand bei uns zu Hause. Er verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu unserem Haus und flehte mich an, mit ihm zu schlafen. Ich bin der Frau niemals begegnet. Major Sharp, in diesem Gericht wird Ruhe herrschen, ist das klar? Fahren Sie bitte fort, Major Mendora. Er sagte, dass es für ihn nur eine Frau auf der Welt gäbe, und das wäre ich. Und wenn er dich töten müsste, um mich zu bekommen, dann würde dem so geschehen. Danke, Major Mendora. Würden Sie dem Gericht bitte sagen, was geschah, nachdem der Marquess den Brief erhalten hatte? Major Sharp lehnte es ab, sich zu entschuldigen. Deshalb gab es ein Duell. Dieses Duell fand aber doch ein abruptes Ende, oder nicht? Es wurde abgebrochen, ja. Aber Major Sharp tobte unterdessen. Tobte? Er fluchte und schwor, dass er den Marquess umbringen würde. In einem Duell. Danke, Major Mendora. Mr. Trumper Jones? Major Mendora, Sie haben ein ureigenes Interesse daran, Major Sharp hängen zu sehen, nicht wahr? Nein. Erfuhren Sie nicht eine schwere Beleidigung durch Major Sharp vor dieser Fechtübung? Einspruch, Sir. Es war ein Duell. Ein von Lord Wellington verbotenes Duell. Mr. Trumper Jones, Sie werden diesbezüglich die Bezeichnung Duell verwenden. Ist das klar? Ja, Sir. Major Mendora, beleidigte Mr. Sharp nicht Ihre Männlichkeit, als er drohte, Ihren Hintern zu versohlen? Das habe ich nicht gehört. Sie sind ein Lügner! Major Sharp! Major Sharp! Gentlemen, Sie mögen keiner sein, aber Sie werden sich vor diesem Gericht wie einer benehmen. Ist das klar? Sir. Bitte, Sir. Wo ist Nairn zum Teufel? Wo steckt er? Ich weiß es nicht. Wir hörten von dem spanischen Wachposten im Quartier des Marquess, dass er einem britischen Schützenoffizier mit einem gezogenen Säbel um 3 Uhr heute Morgen das Quartier verlassen sah. Können Sie das erklären? Ich schlief bis zum Sonnenaufgang durch, Sir. Aber Sie haben keine Zeugen, die das beschwören würden. Ich habe ihn nicht getötet. Das haben Sie uns wiederholt beteuert, Major Sharp. Sie beteuern ebenfalls, der Marquessa nie begegnet zu sein. Nun haben wir hier aber einen Brief von ihr an ihren Mann, einem spanischen Edelmann, in dem sie ihre schändlichen und widerlichen Annäherungsversuche ausführlich beschreibt.
Vielleicht können Sie uns sagen, warum sie das tun sollte. Ich habe keine Ahnung. Sie lügt. Mann ist tot, Marquesa. Was sollte sich dadurch für mich schon ändern? Sie sind eine Ehebrecherin und Mörderin. Und ich bin gekommen, sie von ihren Sünden sie zu erlösen. Sie sind gekommen, um sich zu bedienen, Priester! Kloster des Himmels werden sie Frieden finden. Oh ja! Wir befinden Sie des Mordes für schuldig, Sharp. Sie haben Ihre Regierung und die britische Armee in Unehre gebracht. Hiermit wird Ihnen Ihr Rang aberkannt. Sie werden von hier aus zu einem Exekutionsplatz gebracht und in Anwesenheit unserer Alliierten am Strang aufgehängt, bis dass der Tod eintritt. Haben Sie noch etwas zu sagen? Gewähren Sie mir, in meiner Schützenuniform zu sterben, Sir. Abgelehnt. Perkins Hackman tötet jeden, der versucht, uns aufzuhalten. Ja, Sir. Verstanden. Gehen wir. Sie werden genau da bleiben, wo Sie sind. Wer sagt das, Sir? Wellington. Sollte ich den spanischen Offizieren nicht Sherry servieren, Sir? Verdammt, Stokely, es handelt sich um eine Hinrichtung und nicht um eine Taufe. Sir? Da dies nun vorüber ist, Gentlemen, können wir diesen Krieg vielleicht fortsetzen. Asesinan a nuestros héroes. Luego afirman que han ganado esta guerra por sí mismos. Verdammter Abgang, Harper. Das war ein verdammter Mord, Sir. Sergeant!
Patrick. Psst. Sergeant! Sergeant Harper! Sir? Kommen Sie mit. Ich habe Arbeit für Sie. Sehen Sie das an. Sagen Sie Ihr Lebewohl und beeilen Sie sich. Du musst jetzt gut auf dich aufpassen. Und auf ihn. Ich liebe dich wirklich schrecklich. Dürfte ich Sie fragen, wo wir hinreiten, Sir? Über die Berge, Sergeant. Weit weg. Sir, welche Berge? Und wie weit? Fragen über Fragen. Und auf die meisten Fragen gibt es keine Antwort. Wenn dieser Krieg vorbei ist, gehen Sie dann wieder nach Hause, Sergeant? Wenn ich noch lebe, mache ich mich mit Ramona und dem Baby auf den Weg nach Hause. Wenn ich tot bin und Sie begraben mich hier, wird mein Geist sich emporschwingen und nach Irland zurückkehren. Sie glauben also an Geister? Ja, Sergeant? Ich glaube an Gott, den Vater, Gott, den Sohn und das Zeug, das Sternhagel voll macht. Hier ist ein Geist für Sie, Sergeant Harper. Sein Name Liam Dooley. Er und sein Bruder sollten wegen Kirchenplünderung gehängt werden. Ich machte ihnen ein Angebot. Einer könnte leben, aber einer müsste sterben. Liam wählte Kopf. Das wird er lieber nicht tun sollen. Wer weiß, dass ich am Leben bin? Wir, Wellington, die Vorsteher, die Dooley hängten. Und die sind zu Stillschweigen verpflichtet. Warum diesen ganzen faulen Zauber, Sir? Die Franzosen laufen davon, die Bastarde haben keine Lust mehr weiterzumachen. Aber sie bedienen sich jedes dreckigen Tricks, um einen Keil zwischen uns und die Spanier zu treiben. Deshalb müssen wir herausfinden, was sie vorhaben und es verhindern. Wer ist wir? Sie und Sergeant Harper natürlich. Sie werden sich auf feindliches Territorium begeben, die Marquesa suchen und sie zu mir bringen. Wenn ich sie finde, bringe ich sie um. Das werden sie nicht tun, Sharp, und das ist ein Befehl. Sie weiß Bescheid über diesen, wie nannten sie es, faulen Zauber. Und warum hat sie diesen Brief geschrieben? Sie ist französische Spionin. Ihre Mutter war Engländerin und ihr Vater Franzose. Sie heiratete den Marquess wahrscheinlich auf Napoleons persönlichem Befehl. Ich bin Soldat. Ich kämpfe und spioniere nicht. Sie tun, was man ihnen sagt, Sharp. Ach ja, das werden Sie brauchen. Also hören Sie mir zu. Es gibt einen Priester, keine 20 Meilen von hier, Pater Sanchez, ein guter Mann. Er weiß, woher der Wind weht. Reden Sie mit ihm. Immerhin ein Anfang. Seien Sie vorsichtig. Vergessen Sie nicht, dass Sie tot sind. Und wenn wir die Marquesa nicht finden? Dann kommen Sie nicht zurück. Viel Glück. Y pongo a vuestra disposición mi entero respaldo a nuestro acuerdo. Y ruego porque vuestra majestad haga lo mismo.
Gracias. Erlaubt es, Marschkolonne zu verlassen und zu sprechen, Sir. Nur zu. Wo ist Sergeant Harper, Sir? Sergeant Harper erledigt einen Auftrag für mich. Kümmern Sie sich um seine Frau, bis er zurückkehrt, Hackman. Machen wir, Sir. Wir halten zusammen, wissen Sie? Ramona gehört zu uns. Genau wie Major Sharp zu uns gehörte. Erlaubnis, wieder in die Marschkolonne einzutreten, Sir. Weitermachen. In Ordnung? Ich hab mich schon wohler gefühlt. Ist der am Leben? Gerade noch so. Schweinehunde. Das sind 4 gegen 2. Gute Aussichten. Es werden gleich noch mehr sein. Sie bleiben hier. Marquesa de Casares. Wir müssen die Marquesa finden. Verstehen Sie? Marquesa Dorada. Goldhaarig. Sie hat goldenes Haar. Wo ist sie? Wo ist die Marquesa? El Matarife. Hermano Asha. Hermano. Wo ist sie, diese Marquesa Dorada? Partisanen. Ein Kloster. Partisanen? Welches Kloster? Reden Sie! Santa Monica. Danke, Pater. Die Unterstützung nimmt mit zu. Mit jeder Stunde. Der spanische Adel ist eifrig bemüht zu helfen. Wenn König Ferdinand zurückkehrt, wird vielleicht auch die Inquisition zurückkehren. Ich bete dafür. Das ist das Kloster da oben. Ja, die Partisanen werden uns ziemlich bald entdecken. Ich glaube, das haben sie schon. Ich bin britischer Offizier, Major Wogan. Ich überbringe die Grüße meines Generals Lord Wellington. Er hat von mir gehört? Wer hat nichts von El Matarife gehört? Gut geraten, Sir. Hassen Sie die Franzosen, Major Wogan? Ich kämpfe Tag für Tag gegen sie.
Sie sollten erst sehen, wie ich gegen sie kämpfe. Ich glaube nicht, dass ich das sehen will. Hey, Herr! Rüber! Jetzt kann ich mich rühmen, an der Seite des großen Matarife gegen die Franzosen gekämpft zu haben. Hört ihr, was er sagt? Er sagt, er hat an meiner Seite gekämpft. Wellington braucht ihre Hilfe. Die britische Armee rückt vor und treibt die Franzosen mit großem Erfolg zurück. Ich bin hergekommen, weil der General die Zusicherung haben will, dass jeder Partisan zur Stelle sein wird, um die sich zurückziehenden Franzosen aufzureiben und zu töten. Jeder Partisan. Aber besonders El Matarife. Sie können dem General sagen, meine Mannschaften werden ihm helfen. Es gibt noch was, das Wellington gern wüsste. Bewachen Sie die Marquesa Dorada? Wellington erkundigt sich danach. Wir hörten, sie wurde hierher gebracht. Wo haben Sie das gehört? Alles, was El Matarife tut, ist wichtig für uns. Aber wir würden gern mit ihr sprechen. Sie weiß so manches über die französische Armee, das uns behilflich sein könnte. Sie möchten mit ihr sprechen. Ganz recht. Vielleicht mehr als sprechen. Ist sie da oben im Kloster? Nein, sie ist hier. Sie können mit ihr reden. Kommen Sie. Kommen Sie! Das Befehl, auf Sie aufzupassen. Tut mir leid, Senor. Dieser Mann wird bestraft werden. Castigane! Viel Glück, meine Freunde. Wer immer sie war, sie starb ohne Grund. Wer immer? Die Marquesa hat goldenes Haar. Das arme, tote Mädchen hatte Schwarzes. Marquesa Dorada. Irgendein armes Dienstmädchen. Noch eine Seele, die nicht hätte sterben müssen. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl. Ich hoffe, Sie erleiden qualvolle Schmerzen. Pater Ashar berichtete mir von Ihrem tiefen Verlangen zu bereuen. Ich habe noch nicht genügend gesündigt. Und den Glauben bereitwillig anzunehmen. Ich würde mich Ihrer glücklichen Schar gern anschließen, Schwester. Aber nur, wenn Sie sich einen besseren Schneider besorgen. Gott vernimmt Ihre bösen Worte.
Er erkennt ihr diebisches Wesen, sie tückische Jungfrau. Ich fürchte, Sie haben noch einen langen Weg zurückzulegen, bis Sie Ihr Herz in die Hände des Schöpfers legen können. Aber wir haben Zeit. Nehmen Sie die Pferde und warten Sie hier unten, Pat. Viel Glück. Subido ahí arriba, lo comento. ¡Adiós! Ich bin hier, um die Marquesa de Casares El Grande zu besuchen. Sie ist nicht hier. Ich bin weit gereist, um Sie zu sehen. Wer sind Sie? Major Vogan. Es verstößt gegen Gottes Gesetz, Sie zu sehen. Gott wird mir sicher vergeben. Sie dürfen Sie nicht sehen. Gehen Sie fort. Verschwinden Sie! Verschwinden Sie! Bitte! Marquesa! Marquesa! Schwieriger aus, als es ist, Sir. Nichts, womit wir nicht fertig werden könnten. Alles in Ordnung? Ja. Ich denke, wir sollten anhalten. Später. Los. Vergessen Sie die Pferde! Ich will nie im Leben wieder ein Pferd sehen! Verfluchte Pferde! Halten Sie den Mund! Sie werden es zu Fuß nicht schaffen! Mit den Pferden schaffen wir es erst recht nicht! Jagen Sie die Pferde weg! Sie werden der Spur folgen! Los, kommen Sie! Oh, verdammt! Lassen Sie mein Haar los! Halten Sie den Mund! Ab mit euch! Na, lauft, lauft, ho! Oh Gott, fluch doch mal! Wohin gehen wir?
Ich fragte, wohin wir gehen. Halten Sie Ihren Mund. Sie sich auf Ihren Arsch, bevor ich ihn versohle. Wie Sie den Nonnen den Arsch versohlt haben? Das haben Sie nicht, oder? Er würde Sie nicht schlagen. Es sind gute Menschen. Du lieber Gott, das sind Diebe und Lügner. Dann waren Sie in bester Gesellschaft und bedauern, dass Sie weg mussten. Ist die Kugel noch drin? Nein, es war nur ein Streifschuss. Sie haben mir das Leben gerettet. Sie wollten meins beenden. Ich bin Ihnen nie begegnet. Oh, haben Sie das gehört, Pat? Sie ist mir nie begegnet. Es blutet noch, Sir. Nicht bewegen. Und was ist mit meinen unzüchtigen Einladungen? Ihren was? Oh, jetzt verleugnet sie mich, Pat. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben. Ich höre jedes Wort, Sir. Man sollte meinen, sie würde sich an den Mann erinnern, der vor ihr niederkniete. Betrunken, wissen Sie noch? Auf ihrem Fußboden kroch und die Lady anflehte, mit ihm zu schlafen. Dieser Scheißkerl. Ich würde mich an ihn erinnern. Ja. Das würde ich auch. Der Mann verlor seine Ehre durch die Lügen dieser Lady. Er wurde degradiert und an einem Seil aufgehängt. Wer sind Sie? Sie wissen, wer ich bin. Mein Name ist Sharp. Der Gestank dieses Loches ist überall an mir. Gut. Ich will es ausziehen. Es ist voller Flöhe. Die armen Schweine müssen Sie ertragen. Bitte gestatten Sie es mir. Na los. Sie werden mir helfen müssen. Na dann los. Gott schütze Irland. Oh, es ist ziemlich kalt für diese Jahreszeit. Die Nächte werden kürzer. Geben Sie mir das. Ich danke Ihnen. Haben Sie das gestohlen? Es gehört mir. Ich habe mehr, als Sie sich je haben träumen lassen. In den Wagen, die Elmar Tarife und sein Bruder mir wegnahmen. Wer ist sein Bruder? Ashar, der Inquisitor. Amano. Wissen Sie noch, der alte Priester versucht, das uns zu sagen. Sie haben es gestohlen. Um Gottes Willen. Es ist meins. Ducot hat es mir wegnehmen wollen. Major Ducot? Kennen Sie den Major? Wir sind uns begegnet. Er zwang mich, diesen Brief zu schreiben. Wo ist er? In Santa Maria. Helfen Sie mir hoch. Das war jetzt wirklich kein anständiger Zug von Ihnen, Ma'am. Hopp! Wollen Sie, dass Sie die Partisanen bekommen? Stellen Sie sich nicht dumm an! Auf der einen Seite die verdammten Franzosen, auf der anderen einen Verrückten. Und wir stecken hier mit einer Frau fest, die mich aufhängen ließ. Gott geht wundersame Wege. Cabrones!
Er braucht Hilfe. Haben Sie eine Frau, Sharp? Ich hatte. Haben Sie sie verlassen? Sie ist tot. Das tut mir leid. Ramona! Ich hole eine der Frauen. Dazu ist keine Zeit. Komm. Sie sollten mich nicht hassen. Sie sind Spionen. Ich bin Soldat, Sharp. Ein Gewehr kann ich nicht tragen, deshalb benutze ich meine Waffen. Außerdem, was soll ein armes Mädchen machen, um auf der Welt zu bestehen? Sie sind nicht arm. Wovon träumen Sie, Sharp? Nach Hause zu gehen. Wie wir alle. Sie muss auf dem Rücken liegen. Der Rami, stupido. Das will sie aber nicht. Sie muss aber, es ist wichtig. Wer sagt das? Verdammt, das hat mir ein Arzt gesagt. Der Rami. Yo sé qué hago. Siehst du? Francis? Francis? Bring Tücher. Betttücher? Betttücher, oh ja, Betttücher. Hast du das schon mal gemacht? Nicht bei Menschenkindern. Nein. Ich glaube, ich sehe mich mal ein bisschen um. Ich bin arm gewesen, Sharp. Mir kommen die Tränen. Ich habe mein Leben lang von einem Haus an der Seine geträumt. Guter Wein, stattliche Männer. Ich bin nicht immer eine Lady gewesen. Sie überraschen mich. Wer hat den Marquess umgebracht? Der Priester oder sein Bruder? Aber Ducos steckt dahinter. Ducos hat keine Ehre. Sie sind ein seltsamer Mann, Sharp. Sie sprechen von Ehre. Sie würden keine Nonne schlagen. Sie sind unbestechlich. Sie mögen mich nicht. Ich bin noch nie einem Mann wie Ihnen begegnet. Ist Ihnen kalt? Ich habe Angst.
Die habe ich auch. Ich glaube ihm nicht. Gut. Ich habe nicht gesagt, dass ich sie nicht mag. Was zum Teufel geht hier vor? Wir bekommen ein Baby, Sir. Was? Halt durch. Nicht nachlassen. Gleich hast du es geschafft. Weiter so. Nicht nachlassen. Weitermachen. Mach weiter. Wir sind bei dir. Halt durch. Ramona. Nicht nachlassen. Wir sind bei dir, Ramona. Du hast es geschafft. Halt durch. Du hast es geschafft. Ein kleiner Junge. Gott, seht nur. Seht ihn euch an. Ihr seht nur. Ein kleiner Junge. Ein Junge. Danke dem Herrn, denn er hat wohlgetan. Denn seine Barmherzigkeit währt ewiglich. Segne dieses Kind, denn es ist eine Gabe auf Erden. Trockne seine Tränen und mildere sein Leid. Amen. Amen. Einem Ruf der Natur folgen. Ich werde Sie begleiten. Ist das unbedingt nötig? Ich fürchte ja, Ma'am. Verflucht ist das eisig. Muss am Wetter liegen, Ma'am. Haben mich überfallen, die Wagen genommen und mich ins Kloster gesperrt. Dieser Mann hat mich befreit. Raoul, wir müssen Asha finden. Sind Sie allein? Ja, das ist er. Sie sind ein tapferer Mann. Wer sind Sie? Ich bin Major Vaughan. Ich bin britischer Offizier. Sie wollten die Wagen der Marquesa haben? Das wollte ich. Wir bringen die Marquesa nach Hause und nehmen sie fest. Sie könnten mich laufen lassen, Sir. Das kann ich zwar nicht, aber ich will Ihnen ein Angebot machen. Wenn Sie mir Ihr Wort geben, keinen Fluchtversuch zu unternehmen, werden Sie mit dem Ihrem Rang gebührenden Respekt behandelt. Und wenn ich es nicht tue, Sir? Werden Sie mit einer bewaffneten Eskorte nach Santa Maria gebracht. Ich kann Sie vor der Behandlung dort nur warnen. Major Ducot ist für die Gefangenen in Santa Maria verantwortlich. Geben Sie ihm Ihr Wort, Vaughan. Er wird Sie in Frankreich freilassen. Ein Haus an der Seine. Das Leben eines Gentlemen.
aber ohne Ehre, Helen. Ich kann Ihnen mein Wort nicht geben, Sir. Tant pis. Emmenez-le. Sergeant Harper kommt, Sir. Gibt's Ärger? Es wäre möglich, Sir. Sharp? Es wäre möglich, Sir. Dann regeln Sie das. Wenn wir gegen die Franzosen kämpfen, will ich, dass nichts, und ich meine nichts, uns daran hindert. Haben Sie die Marquesa bekommen? Wir hatten sie zwar, Sir, aber die Franzosen haben uns erwischt. Sie ist entkommen. Wo ist Sharp? Die Franzosen haben ihn in Santa Maria. Wissen Sie, dass es Sharp ist? Nun, sie halten ihn tatsächlich für Major Wogan, Sir. Wogan? Den Militäranwalt? Genau für den. Konnte er Sie befragen? Oh, er war die ganze Nacht mit ihr beschäftigt, Sir. Und hat er etwas in Erfahrung gebracht? Also, wie es scheint, haben Pater Achar und El Matarife die Marquesa entführt und sie gezwungen, den Brief zu schreiben. Aber der Mann, der hinter all dem steckt, Sir, ist Major Ducot. Ducot? Wo ist der Sergeant? Tja, er ist auch in Santa Maria, Sir. Für Sharp verantwortlich. Er wird ihn umbringen, Sergeant. Ich hole ihn davor heraus, Sir. Das können Sie nicht. Warum nicht? Bei allem Respekt, Sir. Die britische Armee braucht jeden Mann, den sie hat. Die britische Armee braucht so mancherlei, Sir. Aber vor allem braucht sie Major Sharp. Er könnte bereits tot sein. Das habe ich schon einmal gehört, Sir. Die Armee braucht Sie, Sergeant. Und sie braucht die Scharfschützen. Ich werde mit den Scharfschützen im Nu wieder zurück sein, Sir. Schneller, als wir uns betrinken könnten. Sorgen Sie dafür, Sergeant. Danke, Sir. Hey, der Vater, der glückliche Vater. Unser Baby. Patrick? Patrick, José, Hagman, Cooper, Harris, Perkins. Aber. Sie hat ihn nach den Hebammen benannt. Patrick. Pass auf euch auf. Sei vorsichtig. Sarge! Sarge, was ist passiert? Sarge! Sarge, wo wollen wir hin? Wir werden wieder Soldaten eines Mannes namens Sharp, Jungs. Sie meinen, wir werden alle sterben? Nein, Perkins, Junge. Mr. Sharp mag in den Augen der Franzosen zwar tot sein, aber für uns ist er munter wie ein Fisch im Wasser. Augenblick mal. Was heißt das, Sergeant? Ihr kennt doch die Armee, Jungs. Die könnten nicht mal einen Kartoffelsack aufhängen, selbst wenn sie es wollten. Los, kommt! Es geht Ihnen gut, hoffe ich.
Sie werden antworten, wenn man Sie etwas fragt. Das ist alter britischer Brauch. Ich bin Offizier der Armee seiner britannischen Majestät. Und ich verlange meinem Rang entsprechende Behandlung. Sie sind kein Offizier, Sharp. Und Ihnen wurde vom Kriegsgericht Ihr Rang aberkannt. Sie wurden für tot erklärt. Und jetzt sind Sie hier. Ein Zivilist. Sie geben sich, glaube ich, als Major Wogan aus. Man muss dafür sorgen, den Durchblick zu behalten, Sharp. Das sollten Sie wissen. Sie sind ein Spion, Sharp. Ich bin Soldat. Sie sind ein Spion, Sharp. Wellington persönlich hat Ihre Hinrichtung vorgetäuscht. Die spanische Armee wird überaus interessiert sein, das zu erfahren. Was hat sie nur dazu veranlasst, die Marquesa zu befreien? Es war ihr Geburtstag. Ich hatte für sie einen Kuchen gebacken. Sie haben meine Brille zertreten, Sharp. Und zwar absichtlich. Das ist ein sehr kostbares Stück. Von Wellington persönlich. Auge um Auge, Sharp. Ein paar Tausend in Santa Maria sein. Und wir sind zu fünft. Kleinigkeit, ne? Was meint ihr? Das ist Musik in meinen Ohren, Sergeant. Treffer, Fluchtbock. Uniform, Antenna, ne? Würden Sie mir glauben, wenn ich sagte, ich wünsche Sie nicht tot? Nein. Es ist wahr. Sie dürfen leben. Sie können hier hinausgehen mit Ihrem Säbel. Natürlich werden wir sie nicht austauschen. Sie werden für die Dauer des Krieges in Frankreich verweilen. Wir könnten sie sogar einbürgern. Aber das wäre Ihre Entscheidung. Nun, sagen Sie mir, Sharp, hat die Marquesa um britische Hilfe gebeten? Sie sind ein Dummkopf, Sharp. Wie alle Soldaten. Sie brachte sie dahin, wo sie sind, und Sie wollen die Frage nicht beantworten? Ihnen habe ich zu verdanken, wo ich bin. Ich arrangierte das Duell, aber Sie wissen nicht, warum. Da Sie darauf beharren zu sterben, will ich es Ihnen sagen. König Ferdinand von Spanien wird mit uns einen Vertrag unterzeichnen, dem zufolge den Briten der Marschbefehl erteilt wird. Der Unterstützung des spanischen Hochadels wie der Kirche sind wir gewiss. Und all das nur, weil sie auf einem Duell bestanden.
Sie sind ein Narr, Sharp. Genau darauf habe ich mich verlassen. Also los, Perkins, mach schon, stöhne! Ja, gut, weiter so, lauter, lauter, weiter! Cholera! 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 Verdammt, wir werden hier alles und jeden ins Jenseits befördern. Ich habe diesen Augenblick ersehnt, Sharp. Ich dachte schon, er käme nie mehr. Aber wissen Sie was? Alles in allem glaube ich doch, dass es einen Gott gibt. Vous faites ici? Il est où votre supérieur? Où allez-vous? Alan. Veille. Parfait. Mais putain, attrapez-le! Sind Sie verrückt? Ich bin es. Hallo, Sir. Was hat euch aufgehalten? Ich bin Vater, Sir. Ein winziger kleiner Junge. Patrick José Hackman. Herzlichen Glückwunsch. Ich gebe Ihnen Vittoria einen aus. Drei französische Armeen stehen hier bei Vittoria vor uns. Aber in diesem Fall, Gentlemen, sind wir ihnen in der Anzahl überlegen. Es wird hier viele Tote geben, aber wir werden die Oberhand gewinnen. Und indem uns das gelingt, werden wir die Franzosen für immer aus Spanien vertreiben. Nur zu, meine Burschen, vorwärts und vollendet euren Sieg. Sie werden nicht standhalten. Flanke zu verteidigen. Fertig zum Vormarsch ins Vorpostengefecht. Die Armee wird uns folgen. Aber ihr werdet mir folgen. Benedictus benedicat per Jesum Christum Dominum nostrum. Amen.
Sie haben mich enttäuscht, Priester. Ich verstehe Sie nicht. Sharp ist am Leben. Die Marquesa ist frei. Die Engländer sind im Vormarsch. Sharp ist tot! Ich habe ihn hängen sehen! Sie heißen mich einen Lügner. Major Wogan zum Bericht, Sir. Berichten Sie. Die Franzosen fädeln einen Vertrag mit König Ferdinand ein, um uns zu vertreiben, Sir. Pater Achard steckt bis zum Hals mit drin. Den werde ich ihm brechen. Major Ducot ist der Mann im Hintergrund, Sir. Er hat Unterstützungsbriefe von den Spaniern. Erzwungen von Achard und der Inquisition, aber er flüchtet. Mit den Briefen? Ja, Sir. Gehen Sie zu Ihren Männern, Major Sharp. Führen Sie wieder das Kommando. Nehmen Sie die französischen Kanonen und schlagen Sie ein Loch so groß, dass eine Armee durchkommt. Ich werde Sie mit der Artillerie unterstützen. Ja, Sir. Sharp, wenn Sie die Marquesa finden, bringen Sie sie zu mir. Ich würde ihr gern ein paar Fragen stellen. Sir. Scharfschützen! Zug! Weiter! Los! Major Sharp! Mr. Dellenborg! Ihr habt ihn Angst eingejagt, Leute! Sie wissen, dass sie geschlagen werden. Und jetzt müssen sie sich einem Geist und seinen Männern stellen. Sergeant Harper! Sir! Scharfschützen an die Front! Die Franzosen sollen lieber in Deckung gehen! Leichtkompanie! Marschkolonne bilden! Mir nach! Los! Nimm das, John! Danke, Schützenkamerad. Marquesa. Vamos.
Die Marquesa. Sehen Sie sich das an. Was für Klein Patricks Erbe. El Matarife. Matarife! Sie sind ein Feigling, Matarife. Sie kämpfen nur gegen Frauen. Wenn Sie etwas tun, Pat, verpassen Sie ihnen eine Kugel. Ohne mit der Wimper zu zucken, Sir. Ständig mit seinem Tod rechnen. Der Tod ist unberechenbar, Matarife. Oh, nein. Na komm, der Tod will dich. Für die Franzosen. Nein! Sie arbeiten beide für die Franzosen. Wer hat den Marquess umgebracht? Wer hat den Marquess umgebracht? Ich war's. War Ihr Bruder dabei? Ja. Sie wurden beide von den Franzosen bezahlt. Ja. Hat das jeder verstanden? Habt ihr ihn gehört? Achten Sie auf Sie, Pat. Aber wir haben verdammt feine Kerle aus Ihnen gemacht, Sir. Ganz recht. Hallo. Ich wollte Ihnen das geben. Als Beweis meiner Dankbarkeit.
Danke. Es ist sehr schön. Danke für das, was Sie sagten. Ich hätte nicht erwartet, dass ein britisches Gericht so viel Verständnis zeigt. Ich kann nichts dafür. Lord Wellington hat eine Schwäche für hübsche Gesichter. Das ist alles. Sie sind also frei. Ich verlor meinen Ehemann, meine Habseligkeiten, mein ganzes Geld. Jetzt werde ich von den Spaniern verachtet und von den Franzosen gehasst. Gar nicht so leicht. Ich bin mir sicher, Sie finden einen neuen Beschützer. Ich brauche keinen Beschützer. Was ist mit Ihnen? Was werden Sie jetzt machen? Ich bin Soldat. Ich gehe dahin, wo Lord Wellington mich hinschickt. Besuchen Sie mich in meinem Haus an der Seine. Hasenpastete und Honig, gut gekühlter Wein an einem sehr heißen Tag. Wenn wir da vorbeikommen. Ich freue mich darauf. Ich habe Befehl, nach Norden zu gehen. Und bereite mich gerade darauf vor. Ich weiß. Sie sagten einmal, dass Sie mich mögen. Ja. Das ist wahr. Entschuldigen Sie. Alles bereit, Sir. Ich bin sofort bei Ihnen, Sergeant Harper. Yes, Sir. Auf Wiedersehen, Sharp. Gefällt es zu heiraten, Patrick. Ich weiß, aber warum können Sie es nicht einfach tun und uns dann hinterher davon erzählen, hä? Sind Sie sicher, dass Sie es auch wirklich wollen? Ich würde Ramona doch jetzt nicht im Stich lassen. Ja, ich werde es tun, gut. Aber ich muss doch kein Vergnügen dran finden, oder? Then fallen lads behind the drum, with colors blazing like the sun, along the road to come what may. Over the hills and far away, o'er the hills and o'er the main, through Flanders, Portugal and Spain, King George commands and we obey, over the hills and far away.